Noch ein paar Tipps, wie Sie formative Bewertungen so durchführen, dass Sie möglichst wenig Arbeit haben. Zuerst sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine Verfahrensanweisung für das Usability Engineering haben, von der Sie sicher sind, dass Sie den Vorgaben der Norm bzw. der FDA auch genügen. Dann sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Usability Experts die notwendigen Kompetenzen haben. Das fordert nicht nur die IEC 62366-1, sondern beispielsweise auch unsere QM-Norm, die 13485. Und dann wäre es gut, wenn Sie Templates oder noch besser eine Software haben, die Ihnen vorgeben, wie eine formative Bewertung geplant und eine durchgeführte Bewertung dokumentiert wird. Dann planen Sie die formative Bewertung, wählen dazu, wie bereits erwähnt, die Methoden, den Zeitpunkt, die Ziele und den Teil des User Interfaces aus, den es zu prüfen gilt. Wie gesagt, es ist üblich und hilfreich, mehr als eine formative Bewertung zu machen, und legen Sie in dem Plan auch fest, wie Sie die Ergebnisse auswerten wollen. Und genau das machen Sie dann und dokumentieren Sie gemäß diesem Plan.